Das hat sich vorgelesen. Ihr könnt mitkommen, wenn ihr wollt, aber ihr werdet mehr als Gedichte brauchen, um überleben zu können. Ich will nicht nur den leichtfertigen Tod eines Schauspielers verantwortlich sein. Wenn ihr unbedingt wollt, dann kommt mit, aber ich habe keine Lust auf Reles Welpen aufzupassen. Ich wurde angeheuert, euch zu retten, und ich bezweifle, dass Reles begeistert sein würde, wenn ich euch nun an mich reiße. Nein, du kommst einfach mal mit. Alle Dinge verrotten und sterben. Meine dunklen Vögel, Entropie, Chaos, Vergehen. Dies sind die Geschenke, die uns bleiben, wenn wir dereinst durch die Finger dieser Welt gleiten, wie der Sand der Zeit. Wenn es für diesen Poeten der einste weit ist, so möge er sanft ruhen, denn er hat es selbst herbeigeführt. Nun, im Gestank dieses Ortes muss irgendwo ein wichtiger Edelstein versteckt sein. In einem Altar, wenn ich mich nicht täusche. Kommt, lasst ihn uns mitnehmen, bevor wir uns weiter vorwagen. Ja, hatte ich vor. Irgendjemand hat abgelehnt. Ach so, ja, stimmt. Ey, da ist noch was drin. Stäbe. Ich glaube, ein Stab, mit dem man Leute sogar aufstehen lassen kann. Auferstehen. Ja, aufstehen lassen kann. Ich kann aufstehen. Nein, man kann die damit auferstehen lassen, wenn die ein bisschen tot waren. So, Herr Dales, wir haben ja alles im Prinzip schon aufgemacht, dann kannst du mal hier lang gehen und dabei... nein, du bist Yoshimo. Herr Dales ist doch stand doch neben Eri, also haben wir noch anders. Eri konnte sich eigentlich nur direkt mit ihm unterhalten. So, wir gehen hier auf jeden Fall rum und sammeln alles ein und die Kampfmusik dröhnt in mein Ohr und tut mir weh und ich schrei dagegen an. So. Stimmt, war ich jetzt auch sehr laut, wenn ich das nachher runterdrehe, den Sound, damit man mich an den normalen Passagen versteht. Okay, hier ist noch so ein Ding, eine Treppe, da fand das und ein Edelstein. Den Edelstein werden wir uns gleich erstmal angucken, wenn wir hier oben fröhlich vor uns hinstehen. Der Edelstein, wir haben ihn! Kommt, meine Vögel, lasst uns zum Theater fliegen. Man findet es im Brückenviertel dieser Stadt, im Keller des Wirtshauses zu den 5 Krügen. Wissen wir. Ja, er merkt früh, dass wir den Edelstein haben, wo er schon den halben Weg wieder zurückgelaufen ist. Auf jeden Fall, Herr Dales ist ein Tiefling, also ein dämonischer Mensch, sage ich mal. Chaotisch, neutral, männlich und er ist ein Waffenkünstler. Das ist irgendwas aus, so wie ich mir das denke, aus Dieb, Barde und Kämpfer anscheinend. Ja, er hat 2 Kurzschwerter. Entropie. Entropie, das Kurzschwert +2, stammt aus dem Abyss und ist aus Grünstahl gefertigt. Es ist eine der Lieblingswaffen von Herrn Dales. Das Kurzschwert verursacht bei einem Gegner, der bei seinem Rettungswurf gegen Gift scheitert, 3 zusätzliche Schadenspunkte. Es kann nur von Herrn Dales verwendet werden. Ja, Kurzschwert +2 mit Vergiftung. Vielleicht fällt jemanden bei aus Grünstahl schon etwas auf, wo unsere Reise in diesem Falle hingehen wird. Muss nicht, kann aber, weil hier gibt's eigentlich keinen Grünstahl in Faerun. Ist mir zumindest noch nicht so aufgefallen. So, sein 2. Kurzschwert. Chaosklinge. Chaosklinge. Die Chaosklinge ist ein Kurzschwert +2, das nur von Herr Dales verwendet werden kann. Jedes Mal, wenn die Klinge trifft, verliert der Gegner für 30 Sekunden 2 Geschicklichkeitspunkte. Herr Dales setzt die Chaosklinge gern zusammen mit ihrer Schwesternwaffe Entropie ein und wird bei beiden Waffen gemeinsam zu einem äußerst gefährlichen Gegner. Und wird bei beiden? Ja, ja. Bei jedem Treffen erleidet das Ziel für 5 Runden einen Geschicklichkeitsmalus von -3. Es regnet. Eine Runde sind 6 Sekunden, fällt mir dabei auf. Ja, letztes Mal ist mir auch endlich aufgefallen, also eine Runde sind anscheinend 6 Sekunden und eine Phase ist 1 Minute, nur um das mal klarzustellen. So, hier, das Ding kannst du da hinnehmen, weil, ach so, das muss identifiziert werden. Hier haben wir dann den Portal-Edelstein. Ein Portal-Edelstein dient dazu, um Tore zwischen verschiedenen Ebenen zu öffnen. Es gibt nur wenige, die wissen, wie man derartige Edelsteine korrekt verwendet. Man sagt, dass manche der Steine unangenehme Nebenwirkungen haben. Diese Portalsteine habt ihr auf dem Altar in Merkrats Behausung gefunden. Ja, jawohl, mein, das war hier. Sag mir, was zu tun ist. Was machen wir? Wir gehen jetzt hier raus.
Ach so, wir müssen Herrn Dallas noch die eine Stufe geben. Naja, tun wir das eben. Solange er bei uns ist, er ist eh nicht lange bei uns, wenn ich das. Ja, Kurzschwert ging nicht und Kampf mit zwei Waffen hast du schon. Lern mal. Mir ist es eigentlich relativ egal, was er lernt. Lern mal. Krummsäbel, das passt zu Kurzwaffen und das so, glaube ich, noch ich mit warte. Am besten. Ich bin bereit. Ja, da ist, sind wir ganz ehrlich. Er fliegt, sobald wir ihn in der Gruppe haben könnten. Vor allem, weil, Yahera müsste von ihrem, wenn es wie letztes Mal ist, müsste Yahera bald von ihrem Exkurs zu den netten Harfenern zurückkommen. Oh, ein Grünschleim. Furcht ist etwas für Leute ohne Selbstvertrauen. Oh, ich fürchte, wir haben ihn irgendwie mit unserem Schwert verbrannt oder verblitzt oder ich weiß es auch nicht genau. Ich habe auf jeden Fall 26 Schaden gemacht, das gefällt mir. Beziehungsweise mein Avatar in dem Spiel. So, wir sind hier. Wir wollen raus. Hier unten war, glaube ich, der schnellste Weg. Genau. Was soll ich geht tun? Dahin. Kommt ihr alle? Achso, ihr seid erstmal wieder nach oben gegangen, so wie letztes Mal. Ja, schlaue Kinder. Immer zu euren Diensten. Garrick. Fürstin Irelana. Oh, meine zauberhafte Fürstin Irelana. Garrick, nicht wahr? Was kann ich für euch tun, Garrick? Garrick. Syrandos. Ich bin gekommen, um euch die Liebe eines Dichters und Künstlers zu gestehen. Nehmt meine zerbrechliche Liebe, meine Holde und haltet sie in euren Händen, wie eine händen wir einen bewundernswerten Blick. Ich bin hier, um euch die Liebe eines Poeten und Künstlers zu geloben. Nehmt meine zerbrechliche Liebe, mein Herzblatt. Haltet sie in euren Händen, auf dass ein huldiger Blick auf euch ruht. Ja, genau das. Oh, ich verstehe. Nun, danke, Garrick. Sir Cardriel. Meint ihr das ernst, Irelana? Der Mann ist doch ein Gag. Ein Gag? Kommt mit mir, meine... Achso. Kommt mit mir, meine Teure, und lasst mich... Aua, verdammt Insekten! Haltet ihr Narren! Sagt das nicht! Kommt mit mir, meine Geliebten, und lasst mich raus! Verdammte Biester! Nein, ihr dumm! Nicht... Aha! Hey, das hat seinen Preis ge... Hey, ihr habt einen Preis gewonnen, werte Fürstin. Ich verstehe. Entschuldigt mich einen Augenblick. Ja, wenn ich sage, er so viel Amps, dass es nicht auffällt, wenn ich Amps zusätzlich einfüge. Obwohl ich das in diesem Falle nicht getan habe. Irgendwie fehlt noch Ayashimo, du bist da. Garrick, ja, wir könnten noch mit dir reden, wir könnten auch noch mit Zorikadel und Fürstin Irelana reden, aber... Ah, machen ja, wir das? Ach, wir sind gerade hier. Alle diese Menschen und der von ihnen angehäufte Reich. Es gibt bestimmt noch eine schöne Aufgabe für uns, die wir machen können. Hier, Garrick, sag mal was hier. Jawohl, Sir! Es ist gut für Cariondo. Er kann gut mit Worten umgehen. Er ist ein guter Freund und ich bin eine schlechte Entschuldigung für einen Barden. Und du sagst... Hallo, Leute! Ich frag mich, wer wohl dieser Gnom ist, der hinter Garrick steht. Ich finde ihn irgendwie süß. Ah ja, und du Gnom? Ja? Mein Herz weil stets bei der Fürstin Irelana. Aber das ist verschlossen, weil ein einfacher Gnom wie ich niemals hoffen kann, eine Schönheit wie sie erobern zu können. Ah ja, so ist das also. Du bist Sir Cardiel. Ich strecke euch die Hand zum Gruße entgegen. Ich bin Sir Cardiel. Von den Rittern des Ordens. Des strahlenden Herzens. Waren das nicht die Ritter des Helms? Ach, ist ja auch egal. Erfreut eure Bekanntschaft zu machen, mein Fürst. Ja, ich kann euch irgendwie nicht helfen. Hallo, Leute! Garrick mag ja ein amüsanter Mann sein, aber er vermag nur schwer, mein Herz zu gewinnen. Für einen Baden scheint er ein zögerliches und eigentümliches Verständnis der ritterlichen Miene zu haben. Ja, ihr redet nur Dummkram, oder wie soll ich das verstehen? Bestimmt, musste ich mit euch nur noch 2-3 Stunden mehr reden und dann könnte ich vermutlich euch irgendwie verkuppeln, aber irgendwie habe ich da gerade keine Lust zu, also macht mal weiter, so wie bis...
Genau, wir müssen jetzt zum Brückenviertel. Ja, um mir selbst meinen Satz abzuhacken, wir gehen ins Brückenviertel. Ich bin dabei. So, was habe ich letztes Mal hier gemacht? Ich bin hier nicht nur durchgegangen, einfach zu den fünf Klugen. Ich habe irgendwie mich noch mit ein paar Leuten unterhalten. Das werden wir auch diesmal machen. Räuber attackiert Minsk. Ja, nicht mehr lange. Oh, Mist. Das nennt man dumm gelaufen. Und 750 Erfahrung für uns für umsonst. Hier ist eine Frau, vermutlich eine prostituierte Frau. Ja, eine Kurtisane. Und hier oben ist der Fischhändler, genau, mit dem habe ich gesprochen. Der war interessant. Mindestens so fallen. Meine Preise sind die besten südlich von Tiefwasser. Fische, Fische, Fische! Ihr da, wollt ihr nicht den frischsten Fisch von Ralf Afkatla kaufen? Ich schwöre euch, dass hier im Wasser weniger Abfall schwimmt als unten am Hafen.